Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Donnerstags-Opening und heute machen wir eine Opening-Challenge zusammen mit Slash. Hallo. Zu dem Set Pendulum Evolution, was wir bereits letzte Woche aufgemacht haben. Uns haben ja einige Karten gefehlt gehabt, wir hatten alle von den Ultras gezogen, ein paar Supers haben gefehlt, wäre schön, wenn wir das gesamte Set komplettieren könnten. Heute wieder zur Verfügung gestellt das Set von Trader Online, falls ihr Interesse an dem Produkt habt oder weiteren, checkt sie auf jeden Fall mal ab und ich würde sagen, wir machen es wie sonst immer auch. Willst du zuerst anfangen oder soll ich zuerst anfangen mit dem Öffnen? Ich kann anfangen. Und dann schauen wir mal, wie die Pools sind. Du bist ja auch so ein Pendel-Liebhaber. Du hast ja mit The Envoy auch viele Pendel-Varianten ja bei dir gebaut und ausprobiert. Genau, finde ich es auch sehr schön, dass jetzt hier ein paar Karten halt wieder einen Reprint bekommen haben, die vorher noch keine Holo hatten. Ja. So wie Magische Entführerin zum Beispiel. Und ja. Da freust du dich drauf, ne? Das ist halt cool, aber ist halt auch so ein bisschen komisch. Konami macht ein Pendel-Reprint-Set im Grunde, bevor die Link-Monster rauskommen. Nochmal bevor es vorbei ist, ja. Zum Schluss. Ja, genau, wir haben halt 4 Super-Rares und 2 Ultra-Rares pro Pack. Ich habe 3 Supers und 2. 3, genau, 5 Karten pro Pack. Buntäugige Fusion, Hypnoschwester, Erleuchtungspaladin, Bosch. Ja, der gute Ultra. Bosch, ja. Und dann habe ich auch noch irgendwie 10 Stück davon. Zeitpendelgraf, ah, cool. Und Chronograph-Zauberer. Ja, genau, die Ultras sind alles die neuen Karten und die Super-Rares sind alles die Reprints. Und was hältst du eigentlich von den neuen Magicians? Du bist ja sonst eigentlich kein so großer Fan von Magicians gewesen, ne? Ja, also was mich halt immer gestört hat an den Magicians ist halt, dass sie immer darauf... immer eine andere Karte braucht. Genau, ne? Sie brauchen halt wirklich Magician-Scales und du kannst es halt nicht mixen mit anderen Karten. Das fand ich halt irgendwie immer unflexibel. Ja, Rettungshamster, Geisterungeheuer, Zähmerin, Sevrampilika, Echo-Oszillation, Astrograph-Zauberer, gute Karte und Zeitpendelgraf nochmal, der Icarus-Angriff des Decks. Diese Astro-Karten sind die in Sechsel? Sechsel-Karten? Oder nein, nein, die sind auch, das sind die letzten Karten, die Yua gespielt hatte, bevor er böse wurde. Ah, okay. Geisterungeheuer, Zähmerin, Sevrawendi. Ah, genau, cool. Die ganzen Sephra-Karten haben hier auch einen Reprint bekommen. Das ja, genau, richtig, die kann man alle auch nochmal holen. Das ist richtig cool. Drachenpuls-Magier. Der war vorher gekommen. Sterndeutender Magier, ist ein Starterdeck. Lila Toxin-Magier und Astrograph-Zauberer auch. Coole Sache. Wir haben hier halt ordentlich Themendecks, vor allem das wirklich gut Sephra. Da waren ja einige Karten ziemlich teuer, weil einige halt Ultra oder beziehungsweise Secret waren. Das ist ganz schön, dass die einen Reprint jetzt bekommen haben. Ja, stimmt. Sephraxi auch? Ich glaube, die haben alle einen Reprint inklusive der Feldzauberkarte. Und die restlichen Metallfose haben jetzt auch in die Holo-Treatment bekommen. Zum Beispiel die seltene Metallfose Wismo-Rüstung, buntäugiger Wirbeldrache, zeitdeutender Magier, Sternpendelgraf und Doppel-Iris-Magier. Das war unser Spaß mit dem Megatin, ne? Sephra finde ich auch sehr interessant. Also hast du ja auch, ne? So ein Bild, so ein Yangtze-Bild. Ja, gut, aber man kann auch Sephras halt noch mehr spielen. Zum Beispiel mit Sephrat, dieser neuen Karte. Und dafür sind die ganzen Holo-Reprints natürlich auch ziemlich cool. Buntäugige Fusion, Drachenpulsmagier, buntäugige Pendeldrache, Weißflügelmagierin und Sternpendelgraf. Das Ding war nicht raus. Also ich weiß gar nicht, was sind jetzt hier die. Ich teile eigentlich nur die Ultras und Supers auf. Das Ding ist halt, in dem Set sind jetzt momentan keine so wichtigen Karten, weil viele Leute halt Schiss haben, dass die Pendeldecks halt schwach werden durch die Link-Beschwörung. Aber ich schon beim letzten Opening gesagt habe, es lag eher daran, dass alle guten generischen Pendelkarten eher auf der Liste waren und warum das nicht so gut war. Und das sieht man momentan in der OCD, dass langsam Pendel wieder zurückkommt, nachdem sie dort auch einige Karten zurückbekommen haben. Und ich denke mal, das wird ähnlich dann bei uns sein, vor allem weil wir ja schon alles auf 3 haben von den ganz guten Karten. Genau. Buntäugiger Meteor-Einschlagdrache, standhafte Verbindung, Drachenpuls-Magier, Harmonisierer-Magier und Zeitpendelgraf. Eigentlich sollen wir den nochmal vorlesen, ne? Ja, ich hoffe wirklich, dass Pendel halt nicht so stark zurückgeschlagen wird und dass die halt auch mithalten können, trotzdem in dem neuen Format. Zell-Metal-Force Wismo-Rüstung, Spiegel des Drachen. Oh, das ist keine Pendelkarte. Holst du Oldschool-Karte? Ja. Yeah. Ich glaube, damit kannst du Sarg beschwören, indem du halt die ganzen Drachen dann aus dem Grave banishst. Sarg. Wandelsternritter Sephraxiton? Ja. Mit Exiton, oder? Ja, ja, das ist die Exiton-Variante. Aha, cool. Auf die gleichen Stats. Harmonisierer-Magier, Zeitstern-Magier, oh. Das ist der gute Rank 4 bei denen. Cool. So. Schauen wir uns das nächste an. Da haben wir Sephran Nui, Geheimnis des Yangtze, als Super Rare. Metallfose Orikalk und Künstlerkumpel Schädelkobalt-Clown als Super Rare. Das ist so schade für die Espelberg-Hol. Das ist so richtig Minus. Chronograph-Zauberer und Sternpendelgraf. Ja, Sephran Nui ist auch sehr nett. Der war vorhin nur eine Rare. Ja. Das ist auch cool. Aber eine gute. Das war eine der wenigen, die gespielt wurden, wirklich. Nö. Und auch bevor Sephraf kam. Und unsere Fraxie halt. Ja. Also, Metallfose Orikalk. Clifford das Monolith. Das ist ein schöner Reprint. Das Ding war ja so teuer gewesen, als Secret. Stimmt, ja, stimmt. Ah, als Secret sieht ja schon besser aus. Ja, aber lieber eine als gar keine, ne? Unbehandelte Ausnahmen an 0x1i666 in Clifford von Exe. Zugriffsverletzung beim Schreiben an 0, bla bla bla. Diesen Fehler ignorieren und fortfahren? Ja, nein. Oh Gott, was ist das für ein Text?
Ich lese es nicht weiter vor. Sephraxi, genau den meinte ich. Schatz des Yangtze. Sternpendelgraf und Doppel-Iris-Magier. Wir wollen ja treu bleiben und die Normalmonster vorlesen, nicht wahr? Ja, wir holen dann nochmal den Pendelgraf-Magier nach, wenn wir den nachher haben. So, Töppeldrachenmagier. Der war doch auch super rare, glaube ich, in dem Starter-Deck. Ja, der war super rare, genau. Bunt irgendwie Absolutdrache, Clifford-Monolith. Ja, doppelt vorlesen. Nein, immer nur eine. Zeitstein-Magier und Sternpendelgraf. Künstlerkumpel Schädel Krobat-Clown. Dama-Org-Magier. Hier, beste Karte aus Bosch, ne? Beste, die war auch super rare. War nicht auch eine super rare? Ja. Leiten Ariadne. Die auch super rare. Warum ist die hier drin? Wahrscheinlich wollen sie einfach das Set voll kriegen. Zeitstern-Magier und Astrograf-Zauber. Der sieht wirklich, wirklich cool aus vom Artwork, ja. Was hältst du eigentlich davon, dass jetzt Konami aus dem Set, aus dem Structure-Deck ein Set gemacht hat? Aus dem Ding hier? Ja, das war ja ursprünglich ein Structure-Deck in der OC. Ja, ich glaube, es ist cool, weil halt dadurch könnten sie halt wirklich alle Karten Holo machen, ja, und dann noch ein paar Reprints machen, aber merkt halt auch, hier sind teilweise Karten drin, die da eigentlich nicht reingehören. Ja. Wie wir gerade gesehen haben. Aber das Coole ist, du kriegst aus einem Display meistens quasi, nur ein Display hast du etwa so ungefähr so 3 bis 4 Structure Decks Content mehr oder weniger. Das heißt, es geht eigentlich ganz gut aus, auch wenn du ein Display dann nur noch kaufst. Ja gut, also man muss halt natürlich ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Ich weiß nicht, ich kaufe wahrscheinlich nicht so viel wie ein normales Display, aber trotzdem, um alle Karten zu kriegen, muss man halt ein paar mehr Booster kaufen. Ja, so, Pendelruf, da haben sich viele Leute gefreut, dass die eigentlich einen Holo-Reprint gekriegt hat, mit einer der teuersten Karten aus dem Set. Ist das eigentlich wieder auf 3 oder ist die auf 2? Die ist jetzt auch auf 3. Einer. Dann haben wir Pendelsturm, auch Bosch Super Rare, ja. Magische Entführerin, da ist die Karte, die du schön findest. Sehr schicke Karte. Chronograph-Zauberer und Sternpendelgraf. Ja, aber ich glaube, es ist trotzdem nicht so schlimm, dass es halt jetzt ein Set geworden ist, weil die Karten sind nicht so teuer hier draus. Ja. Wie gesagt, momentan ist hier keine Money-Karte drin. Clifford Monolith, Fixsternritter Zephrab Tuba, ich kenne die auch alle gar nicht. Standhafte Verbindung? Ja, die war, glaube ich, cool. Die war, glaube ich, boah, weiß ich gar nicht. Die Dark Illusion, glaube ich, Schwarzzahn-Magier und Doppel-Iris-Magier. Echt cool. Ich bin gespannt, einige Karten davon könnten vielleicht in Zukunft teuer werden, so in einem Jahr oder so, wenn Pendel vielleicht wieder so ein bisschen Renaissance kriegt, nachdem das jetzt ein bisschen so durchgenudelt wird, kann das sein. Und dann wollen dann viele Leute, die Holos haben, dann nämlich Karten davon wahrscheinlich, interessant werden würden. Drachengrubenmagier, diese begabte Magier kann in den auch Drachengruben genannten Tiefen der Erde verborgene Energien erwecken. Aufgrund seiner stoischen Vorgehensweise hatte nur wenige Freunde, den Wünschen seines Schülers kommt er aber gern und oft nach. Buntäugiger Wirbeldrache, Metallfusekonter, schön in Super Rare, Chronograph-Zauberer und Astrograph-Zauberer. Ich habe mal die Ultra Rare haben, die Super Rare. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die hier von dem Effekt her irgendwas anders gemacht haben, weil diese beiden, ich weiß nicht, was das ist, von der Frisur, die haben halt einen anderen Reflexionswinkel als die Rest der Karte. Das sieht voll cool aus. Was sie manchmal machen, ist halt, dass sie ein paar Teile davon dennoch kommen lassen und dann ein paar Super Rare, dann hat das so einen richtig coolen Effekt, weil das hier eigentlich kommen ist, mehr oder weniger, aber das ist Super Rare und dann machen die das manchmal so stylisch. Das machen sie bei Secrets auch manchmal. Ist es auch neu? Ist das mir nee, das haben sie das auch, mir auch gemacht. Zum Beispiel bei Imperial Order, der Original aus DB, aus Original Ferris Fallen oder was das ist. Das machen die definitiv nicht bei jeder Karte, ne? Das machen sie bei einigen, wo es halt passt, wo dann nur Teil Secret, Teil Ultra oder Teil Super ist. Aber bei der Karte ist zum Beispiel wieder alles ganz normal super. Ja, alles den gleichen. Ja, ja, die war auch so original. Dama-Augen-Magier, Four-Calls Kanone, Orakel der Sephra, als Secret Rare viel cooler. Ja. Astrograph-Zauberer und Schwarzzahn-Magier. Durch den Vanilla geskippt. Welchen Vanilla? Kein gesehen. Eine mechanisierte Lebensform, die durch die Raumzeit streift. Aber das Merkwürdige ist, dass ihre Erinnerungen verbunden sind. Woran liegt das? Vergelt sich, manipuliert zu werden. Oh. Er hat den Text sogar so halb drauf. Orakel der Sephra ist schön, dass er sie Reprint gekriegt hat, damit das nicht mehr zu teuer ist zu bauen. Weil ja, die, genau. Die sucht halt einfach hier die Sephra-Monster. Ja, Leitender Ariadne, fantastisches Pendel, Edeldrachenmagier, die war ja auch, glaube ich, super rainy. Das ist auch wieder. Das Gesicht. Sternpendelgraf und lila Toxinmagier. Coole Holo-Effekte. Wir haben Rettungshamster, Abstimmmagier, buntäugiger Meteor, Einschlagdrache, Doppel-Iris-Magier und Harmonisierer-Magier. Was auch interessant sein wird, für dich vielleicht interessant zu wissen, ab dem nächsten Set, ab nach dem nächsten richtigen Set, was wir haben werden, was Code of the Duelist sein wird, werden die Super Rares auch aufgepimpt. Das habe ich jetzt gelernt mit dem Maximum Crisis Reprint, dann wird das Ding auch Holo da oben. Ah, das Attribut? Ja, das Attribut wird dann auch Holo. Die Eigenschaft, geil. Ja. Die wird Super Rare, oder wie? Ja, die Super Rare, wir sind dann auch hier Holo. Aber ist das nur bei den Super Rares, oder? Ich glaube, bei den Ultras vielleicht auch. Das Ding ist halt, die Promos waren ja nur Super Rares gewesen im Maximum Crisis und nur die neuen Karten hatten das. Ach, die hatten das schon? Nicht. Ja, die hatten das schon. Ah. Wandelsternritter Sephraxiton, fantastisches Pendel, Meisterpendel, endlich mal. Ich glaube, den letzten Mal haben wir den, glaube ich, gar nicht gezogen gehabt. Lüsterpendel, der Drachenbezwinger, setzt seine Reise fort, und um die Geheimnisse der Drachenalchemie zu lüften. Er glaubte, dass darin der Schlüssel zur Aufhebung seines Fluches liegt und er so eine Erinnerung wieder erlangen kann. Seine Macht wächst weiter. Ist es womöglich gar dieselbe, die von den Drache-Unterwelt dann eingesetzt wird? Ich glaube, den habt ihr doch einmal vorgelesen. Zeitpendelgraf und Weißflügel-Magierin. Und der war ja schon super rare.
Ja, in Bosch. Also ich glaube wirklich. alle Bosch-Karte quasi. Ja, aber in Bosch hatten die noch nicht diese neuen Effekte. Also sie haben da wirklich was gemacht. Also ich glaube, das ist echt anders. Das können wir nachher nachvollziehen. Ne? Also da bin ich noch skeptisch. Spiegel des Drachen, Sephraxi Schatz des Yangsing, Hypnoschwester, Chronograph Zauberer und Weißflügelmagierin. So, bei Edeldrachenmagier, Echo-Installation, Pendelruf, sehr schön, Doppel-Iris-Magier und Zeitschein-Magier. Metalfos Adamante, Drachengruben-Magier. Hab ich den schon vorgeschrieben? Ich habe ihn schon vorgeschrieben. Okay, gut. Meisterbeine Drachenbezwinger haben wir auch schon vorgelesen. Schwarzzahn-Magier und Weißflügel-Magierin. Die einzige Magierin, der Rest sind alles Magier. Ja. Auch wenn einige weiblich trotzdem aussehen. Ja, das ist so. Stimmt. Oh ja, Clifford Kundschafter, die Counterscale. Nochmal reprintet, jetzt schon mittlerweile genug. Replika-Modus wird gebootet. Fehler beim Ausführen von C. Sophia Sephra.exe. Unbekannter Entwickler. C. Tiara Clifford Exe zulassen. Ja, nein. Ja, ausgewählt. Autonomie-Modus wird gebootet. Cool. Metallfose Adamante. Lektor-Pendel. Oh, sehr cool. Der Drachoberherr hier als Super Rare. Doppel-Iris-Magier und Astrograph-Zauberer. Ja, die sind alle drin außer Lüster, oder ist Lüster auch drin? Ich weiß es nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Sephranui, Geheimnis des Yangsing, Pendelsturm, buntäugiger Pendeldrache, Harmonisierer Magier, ist kein Magier, Magierin, ja. Lila Toxin Magier. Ja, manchmal so Doppelgender, manchmal nicht. Alter, was ist das? Ich hatte das in Maximum Crisis, da war ein Pack wirklich so von der Maschine zerstört gewesen. Die war in der Special Edition kaputt gewesen. Boah. Die haben es zum Glück überlebt. Konami, ne? Auf die Qualität achten, bitte. Metallfose Konter, Geistungeheuzähmerin Sephram Pelika, Pendelverschiebung, Lelatoxin-Magier und Chronograph Zauberer. Kommen wir auch schon zur zweiten Hälfte von unseren beiden Displays. Pendelruf, Geistungeheuerzähmerin Sephra Wendy, Kunst des Beschwörers, gute Generic-Karte, Harmonisierer-Magier, Missprint. Wir haben weiße Punkte auf den Karten. Ja, das hat Harmonisierer-Magier. Wie geht das? Und Weißflügel-Magierin. Keine Ahnung. Hm. So, wir haben schon mal die Hälfte durch. Göttlicher Sephra-Schlag. Lektor-Pendel, der Drachoberherr. Buntäugige Fusion, Doppel-Iris-Magier und Stern-Pendel-Graf. Bin ich irgendwie Staub, in Fetzen irgendwie draufgefallen beim Produzieren. Hm. Metalfos-Konter, Leitner Ariadne, Verhängnis-Stern-Magier. Der war ja auch mal kurzzeitig gehypt, ne? Zeit-Pendel-Graf, Weißflügel-Magierin. Ja, das hat ein bisschen viel Kosten. Hypnoschwester, Erleuchtungspaladin, Geistungeheuerzähmerin Sephra Wendy, Harmonisierer Magier und Astrograph Zauberer. Erleuchtungspaladin, Pendelwiedergeburt, Dama-Augen-Magier, Schwarzzahn-Magier, schon wieder. Lila-Toxin-Magier. aber das ist mit Holo-Effekt jetzt. Ja, aber. Besser als nur weiß. Möchte ich trotzdem nicht haben. Ja. So. Drachenpulsmagier, da haben wir den. Dieser Magierjunge hat die Gabe, die natürlichen Energielinien sehen zu können, die überall auf der Erde verlaufen und von seinem Volk als Drachenpuls bezeichnet werden. Aufgrund seiner Begeisterungsfähigkeit und seiner Fertigkeiten gehört er zu den Lieblingsschülern von Drachgrubenmagier, der sein Mentor ist. Sterndeutender Magier, buntäugige Fusion, Weißflügelmagierin und Zeitpendelgraf. Sterndeutender Magier, Fixsternritter Sephra Tuban, Tölpeldrachenmagier, Doppel-Iris-Magier und Chronograph-Zauber. Ja. Rare. It's a rare. It's just a rare. With an Amerikanisch mit Canterbury. Drachenpulsmagier, buntäugige Pendeldrache, Seltmetaphose, Wismorüstung, lila Toxinmagier und Weißflügelmagierin. Zeitbrechender Magier, magische Entführerin, cool. Er ist Unterwettler Exzentrik. Ja, hey, du bist ja auch hier drin. Ja. Astrograph-Zauberer und Sternpendelgraf. Für die Leute, die kommen und die Gold nicht spielen wollen, die Secret City leisten können, dann sind super. Besser als die Gold, bitte euch. Ich spiele die Gold. Spielt bitte nicht die Gold. Ich spiele die Gold. Spielt nicht die Gold. Spiegel des Drachen. Wandelsteinritter Sephraxiton, Metallfose Orikalk, Zeitsternmagier und Zeitpendelgraf. Sind eigentlich alle Metallfose-Fusionsmonster neu? Alle Fusionsmonster, weil die vorher alle keinen Holo hatten. Also außer halt... Stimmt, die waren alle rare. Außer halt Dings, die Alkahest und Dings. Also aus Invasion Vengeance, die beiden. Die waren beide. Alle anderen ja nicht. Traurig. Orakel der Sephra, Lektor-Pendel der Drachoberer,
Ach, Oberherr. Panelverschiebung, Zeitsternmagier und Lidertoxin-Magier. Das Ding ist halt, alle neuen Karten kriegt man halt ziemlich safe, weil man hat halt, wie viel, man hat zwei pro Pack, zwei Ultras, also man hat ordentlich Ultras anscheinend und normalerweise zieht man alle von den 10 Karten, also fast Playset meistens. Finde ich aber fair, dann kriegt man die neuen Karten schneller und die Reprints sind halt so ein Goodie, das man dazu kriegt, ja, ne? Clifford Monolith, Zafraxi, Schatz des Yangtze, Künstlerkumpel Schildkrobat Clown, Astrograph Zauberer und Schwarzzahn Magier. Hat er nicht schwarze Zähne? Nö, hat zeigt keine Zähne. Hoffentlich hat er keine. Göttlicher Sephra-Schlag, Metalfoes Crimsonit, Focals Kanone, Schwarzzahnmagier und Lidertoxin-Magier. Wieso kriege ich immer die gleichen Ultra-Rares? Weiß ich nicht. Die sagen dir, du willst Pendel spielen mit den beiden unbedingt. Und ich will vor allem Dame-Augen-Magier. Dame-Augen-Magier. Leitende Ariadne. Clifford-Monolith. Also jetzt hat man genug Monolith für Clifford. Vor allem jetzt das Spielen mit nur noch drei Backrows so, weil Pendelzone ist ja mit drin. Das ist ein bisschen schwierig. Stern-Pendelgraf und Zeit-Pendelgraf. Vielleicht wird es ja auch in die eigenen Pendelzones sonst zu schießen, bevor man abgibt. Ja. Wer weiß. Ja, vielleicht gibt es ja wieder Augenball zurück. Verhängnis-Stern-Magier. Abstimmen-Magier. Pendel-Wiedergeburt. Oh, die war original rare gewesen. Kenn ich gar nicht. Die war original rare in Bosch gewesen. Ah. Hat aber Reprint schon den Super Rare in Vira, glaube ich, bekommen. Das ist auch cool, weil die unterstützt halt auch das Beschwören vom Extra-Deck, weil das geht ja mit der neuen Mechanik nicht mehr. Ja, aber sie kann auch aus dem Friedhof, deswegen ist sie flexibel. Ja, ist aber ganz cool, dass diese Karten halt auch wieder gut werden, ne? Die halt das Extra-Deck mit einbeziehen. Harmonisierer-Magier, Zeitstern-Magier. Es gibt noch ein paar Karten gehabt, die wir so bisher eben noch nicht hatten. Panel Wiedergeburt und so, das ist ziemlich cool. Fixstandritter Sephratuban, standhafte Verbindung, Dermaaugenmagier. Also wenn ich jetzt Themian von eh schon hätte. Lila Toxinmagier und Schwarzzahnmagier. Seltmetallphose, Wismorüstung. Das ist der einzige, der Seltmetall ist. Korrekt deutsch ausgesprochen. Yeah. Clifford Kundschafter, Weisheitsaugenmagier. Das ist der erste, glaube ich, oder? Ja, das ist der erste. Harmonisierer-Magier und Lila-Toxin-Magier. Richtig enthusiastisch. So, wir haben Focals-Kanone, Orakel der Sephra, sehr schön, Rettungshamster. Ich frag mich, wann der broken wird, ne? Den haben wir so lange, aber der wird bisher echt nur so wenig gespielt. Jedes Rettungsmonster muss irgendwann broken werden. Ja, das Ding ist halt, Rettungskaninchen war out of the gate broken, aber Rettungskatze und Hamster, also Rettungskatze hat ja Jahre gebraucht, bis sie gut wurde, wegen der Synchromechanik und Hamster vielleicht mit Link wird er gut, ne? Wer weiß. Zeitstein-Magier und Zeitpendel-Graf. Gibt ja so viel Support für das Rettungsthemendeck ab dem nächsten Set. Ich glaube nicht, dass es wirklich ein Themendeck wird, sondern eher so ein Splashable Text. Ja. Weil zusammenspielen kann man die, glaube ich, schlecht. Die haben einen Sucher jetzt, der eine davon dazu auf die Hand nehmen kann. Maxi hat auch einen Sucher, und trotzdem wird das nicht als Themendeck gespielt. Stimmt. Zeitdeutender Magier, Zeitbrechender Magier, Zeitaugenmagier. Weisheitsaugenmagier. Ja, leider nicht. Weißausmagier, Schwarzzahnmagier. Kein lila Toxin-Magier, Weißflügel-Magier. Man müsste mal so ein C-Themendeck machen, also wirklich so Confronting the Sea und die ganzen Seas da heißen. Es gibt da, glaube ich, irgendwie vier oder fünf Monster bei dir. Irgendwelche Sea-Fallen dazu. Abstimm-Magier, oh, diese Karte. Wutterige Meteorschlag-Drache, Spiegel des Drachen, Doppel-Iris-Magier und Weißflügel-Magier. Also das ist wirklich die einzige Karte, die extrem random ist hier drin. Das finde ich schön, dass die super rare da ist, aber so Pendel, die gehen nicht in Grave so. Du willst von dem Feld nicht banishen. Ah, Metallphose Adamante, Erzunterwettler Exzentrik, buntäugiger Absolutdrache, dich wollen wir nicht sehen, denn du bist schon eine Tim gewesen. Nee, aber Ultra in dem Structure Deck, glaube ich. Im Structure Deck, ich habe auf jeden Fall zu viele davon. Ja. Schwarzzahnmagier und Harmonisierer-Magier. So, dann haben wir noch zwei Packs jeweils. Oder ich habe bloß noch eins, ne? Ich habe noch zwei. Ist das auch noch eins? Weil du angeschickt bist. Sephraxi-Schatz des... Ich werde das nicht mehr öffnen. Sephraxi-Schatz des Yangtze, Hypnoschwester, Metallfuß Adamante, Zeitstein-Magier und Chronograph-Zauberer. Das wäre sehr enttäuschend, wenn du das nicht öffnen würdest. Dann halt das letzte Pack. Ja. Göttlicher Sephra-Schlag, Metallfuße Crimsonit, Kunst des Beschwörers, Astrograph-Zauberer und Chronograph-Zauberer. Cool. Ich glaube, ich spiele trotzdem weiterhin meine Rares. Just a rare, bro. So, kommen wir zum letzten Pack. Da haben wir Drachgrubenmagier, Meisterpendel, der Drachobezwinger, Sephranui, Geheimnis des Yangtze, Zeitsternmagier und Schwarzzahnmagier. Ich würde sagen, wir räumen kurz auf und kommen und sehen uns gleich beim Recap wieder. Bis gleich. Gut, dann fange ich zuerst mit meinen Super Rares an. Da fliegen wir einmal mal drüber, was wir so gezogen haben. Eine gute Varietät. Einige Karten sind ein bisschen seltener. Ich glaube, unter anderem der Pendelruf, den habe ich nur zweimal gezogen oder so. Und halt auch einige andere, so wie die Eccentric und so, ne? Und ich mach's genauso.
haben wir jetzt auch nicht sortiert. Nö. Aber ich habe es ja eben auch beim Opening gesehen. Und ja, ich glaube, wir haben vieles oft gezogen, manches nicht mal ein Playset, aber das ist, ist halt auch normal, weil so viele Super Rares sind. Ja. Und dann kommen wir zu den Ultra Rares, zu den wirklichen Karten aus dem quasi Structure Deck. Schreiben wir ein mit dem Stern Pendelgraf, davon habe ich gleich 7 Stück gezogen. Ich habe davon 3 gezogen. Playset. Vom Zeit Pendelgraf habe ich ebenfalls 7 Stück. 2. Oh, dann wäre es richtig sorry, du kaufst ein Display, hast nicht mein Playset davon. Vom Zeitsternmagier habe ich 6 Stück. 4. Das ist okay. Dann Astrograph-Zauberer habe ich 5 Stück. Ich habe auch 5 Stück. Perfekt. Vom Chronograph-Zauberer habe ich ebenfalls 5 Stück. Ich habe 4. Aber bei den Magiern hast du, glaube ich, richtig aufgefallen. Ja, irgendwo müssen die ja hin sein. Irgendwo müssen die hin sein. Bei den Magiern, bei der Doppel-Iris habe ich 5. 4. bei Lila Toxin habe ich 4 Stück. Sind doch nicht so viele, wie ich dachte, 7. Sind das 7 oder sind das 6? Nee, es sind 6, ich kann nicht mal zählen. beim Schwarzdarn habe ich ein Playset. 3 Stück. Da habe ich 7. Das sind wirklich 7. Harmonisierer Magiern habe ich nur 2. Da habe ich... What the fuck, sind das 8? Nee, 7. Sind auch 7. Und bei der letzten Weißflügelmagierin habe ich 4 Stück. Habe ich 6. Okay, gut. Das war's mit dem Opening. Ich hoffe, das hat euch soweit gefallen. Interessantes Set. Ich bin mal gespannt, wie in Zukunft Pendel sich noch schlagen wird. Du ja, denke ich mal auch. Klar. Und ob wir das dann in Zukunft auch mal wieder öfters auspacken werden. Ich hoffe, euch hat dieses Opening gefallen. Falls ihr Interesse habt an diesem Set oder an weiteren, checkt auf jeden Fall Trader Online ab, unseren Sponsor. Das war's dann hier von uns und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüssi. Ciao.